Die Einladung zum Flirt wird mit den Augen geschrieben, wusste schon die Schauspielerin Jean Moreau. Heute bekommt dieser besondere Blick eine digitale Variante. Geo-Social-Dating-Dienste wie Grindr, Blender oder Lavoo ermöglichen es Nutzern, Kontakt mit fremden, aber gleichgesinnten Personen im direkten Umfeld aufzunehmen. Simone Krawczyk ist beruflich viel unterwegs. Deshalb benutzt sie seit kurzem die App Lavoo. Ich habe mich dort angemeldet, weil ich eben Bekanntschaften machen wollte, Freunde eventuell, einfach nur Leute zum Ausgehen, zum Treffen. Egal ob in einem Café, in der Bahn oder beim Spazierengehen, Lavoo zeigt wie auf einem Radarschirm andere Nutzer in der Nähe an. Man kann Menschen mit ähnlichen Interessen suchen oder die Nutzer in der Umgebung nach unterschiedlichen Kriterien filtern. Eine kurze Nachricht über die App genügt, um einen ersten Kontakt herzustellen. Der Ethnologe Wolfgang Kaschuba von der Humboldt-Universität Berlin sieht in Geosocial-Dating-Diensten den Anfang eines neuen Kommunizierens im öffentlichen Raum. Also es ist sozusagen ein Medium für den Moment. Man kann das Gefühl haben, dass man aus einer Situation, aus einer Stimmung heraus Kontakt aufnehmen kann. Dann hat man natürlich sozusagen Menschen als Stationen auf dieser Karte, die diese Flirt-Apps natürlich anbieten. Und wenn mir heute Nachmittag um 14:30 zufällig einfällt, ich würde gerne Kontakt haben, kommunikativ, erotisch, sexuell, kann ich mir zumindest einbilden, ich kann es jetzt im Moment herstellen. Wie eine unsichtbare Informationsschicht legen sich die mobilen Kontaktdienste über den öffentlichen Raum. Wer Lust auf einen Flirt hat und wer nicht, das sehen allein die Nutzer. Und diese Form eben von Überraschung, Anonymität, Erlebnis auf der einen Seite und der vermeintlichen Kontrolle, Steuerbarkeit eben über meine Seite sozusagen der digitalen Leitung, das scheint eben für viele Leute eben sozusagen den besonderen Reiz dieser digitalen Medien in solchen Flirtsituationen auszumachen. Ihren ersten großen Erfolg hatten Geo-Social-Dating-Apps in der schwulen Szene. Die App Grindr gehört bis heute zu den erfolgreichsten Geo-Social-Dating-Diensten und wird vor allem von homosexuellen Männern genutzt. Grindr ist von der Architektur und Idee des Programms schon relativ stark darauf angelegt, Leute schnell zu treffen und auch schnellen Sex zu haben. Es ist allerdings so, dass es nicht ausschließlich oder vielleicht sogar nicht überwiegend so genutzt wird. Der Sozialwissenschaftler Carsten Schubert vermutet in Apps wie Grindr sogar ein gesellschaftsveränderndes Potenzial. Man kann aber sagen, wenn man die Geschichte der Schwulenbewegung anschaut, dass die Idee an sich, andere Formen des Zusammenkommens zu finden, als die in der heteronormativen Welt vorstrukturierten, solche Formen zu finden, aufzubauen und zu leben, dass das emanzipatives Potenzial hat, und zwar nicht nur für Schwule, sondern auch für andere. Und darunter fällt, nicht nur, aber darunter fällt ein offenerer Umgang mit Sexualität, der vor allen Dingen auf Konsens beruht. Ob schneller Sex, eine feste Beziehung, Freundschaft oder nur eine nette Plauderei. Die Nutzer von Geo-Social-Dating-Diensten suchen aus unterschiedlichsten Motiven nach neuen Begegnungen. Das kann auch zu Missverständnissen führen. Simone zum Beispiel ärgert sich über zu viele eindeutige Kontaktanfragen bei Lavoo. Es kamen hauptsächlich irgendwelche E-Mails, ob man eben Sex haben möchte oder irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche erotischen Fotos und sowas in diese Richtung. Zwar kann man aufdringliche Nutzer blockieren, doch Simone wünscht sich einen respektvolleren Umgang im Netzwerk. Ob durch mobile Dating-Apps der öffentliche Flirt eine neue Variante erfährt, wird auch davon abhängen, wie die Dienste es schaffen, mit den unterschiedlichen Zielen ihrer Nutzer klarzukommen.